Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Dennis spielt das. Wir fahren heute den Regionalexpress 50 von Riesa nach Dresden Hauptbahnhof und das Ganze stammt, wie ihr lesen könnt, von Lucky God. Und ich werde das Ganze jetzt mal starten und dann sehen wir mal, was auf uns zukommt und ja, freue mich da schon sehr drauf. Und ich habe mich heute mal entschieden, das Ganze mal in Doppeltraktion zu fahren. Und ja, ich hoffe, das ist für Lucky God okay. Aber Doppeltraktion Baureihe 145 von Virtual Railroads hatte man, glaube ich, so auch noch nicht. So, dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt auch startet. Dürfte jetzt nicht mal allzu lange dauern. Hoffe ich zumindest. So, da wären wir schon. Hallo in Riesa, du übernimmst hier den RE50 aus Leipzig auf dem Teilstück bis Dresden. Öffne die Türen und rüste den Zug fertig auf. Planmäßige Abfahrt hier in Riesa ist um 16:55 Uhr. Alle Signale stellen sich von selbst. Gute Fahrt wünscht Lucky God. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. So, wir werden als erstes die Türen öffnen. Werden dann unsere Lok aufrüsten. So. Zack. 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 So, das dürfte genügen. Die AFB dürften wir, glaube ich, noch einschalten. Das machen wir genau hier unten. AFB, So. AFB, AFB. Auf 80. Das ist zu weit. So. Und natürlich Scheibenwischer an. So, dann dürften wir eigentlich fertig sein. Erste Station: Gloppnitz, Nünchritz, Priestewitz, Niederau, Weinböhler, Coswig, Dresden-Neustadt, Dresden-Mitte und Dresden-Hauptbahnhof. Dann begeben wir uns mal nach draußen. Naja, Fernlicht brauchen wir aber nun wirklich nicht. So, das sollte genügen, ja. So passt es. So, Türen gehen zu. Wir lösen die Bremsen. Und auf geht's. Jetzt geht's.
So, wir dürfen auf 120 beschleunigen. Na, das nenne ich Punktlandung. Wunderschön. In den Führerraum kommen wir leider nicht, beziehungsweise nicht in den Führerraum, sondern in die Passagieransicht. Aber das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Ich denke, man kann das Szenario auch so genießen, hoffe ich zumindest. Oh, KI-Verkehr, wunderschön. Ein schöner Wintertag auf dem Weg von Riesa nach Dresden. Und ob sich das Wetter noch bessern wird, ich weiß es nicht. Obwohl so ein Schneeschauer hat ja auch was. So, wir erreichen jetzt gleich schon unseren ersten Stopp, Gelaubnitz. Und insgesamt haben wir 9 Stopps bis nach Dresden Hauptbahnhof. Oh. Nächster Halt, Glaubitz-Riesa. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderschön. So, wir sollten einigermaßen sanft am Bahnsteig anhalten. Im Sinne der Fahrgäste natürlich. So, wir öffnen die Türen. Oh, guten Tag, der Herr. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Eine gute Fahrt noch. So. Auf geht's. Nächste Station Nünchritz.
So, dann sind wir auch schon in Nünchritz, beziehungsweise stehen kurz davor und ja. Übrigens, sorry. Nächster Halt, Nünchritz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Übrigens, wenn ihr Szenario-Ideen habt, scheut euch nicht, die in die Kommentare zu packen. Ich wäre euch da sehr dankbar. Und natürlich könnt ihr da auch gerne Kritik reinschreiben, Verbesserungsvorschläge oder das reinschreiben, was euch gefällt. Nur so kann ich besser werden und ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da eure Kritik, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Ideen loswerden würdet. So, Türen geöffnet. So, ich spiele jetzt mal Fahrgast, der etwas zu spät zu seinem Zug kommt. Und auch sonst sehr langsam läuft. Aber es dennoch schafft. Völlig kaputt, setzt er sich jetzt in den Sitz und genießt die Fahrt bis Dresden. Dann setzt er sich halt hier hin. So. So, auf geht's nach Priesterwitz. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt groß was bringt, auf 130 zu beschleunigen. Da kommt ein führerloser Güterzug entgegen, auch mal schön. Ah, da kommt schon 120 und ich glaube, dann bleiben wir auch einfach bei 120. Es wird jetzt keinen Sinn machen, da jetzt aufzuschalten.
Da wir ohnehin pünktlich kommen, von daher bleibe ich jetzt einfach mal bei 120. Übrigens, was genau ist jetzt der Unterschied zwischen einer 145 und einer 146? Habt ihr darauf eine Antwort? Schreibt sie in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Güterzug. Wunderschön. So, wir erreichen Pristevitz. Auf Gleis 1. Und dann ist gleich 60 angesagt. Und dann wollen wir da schon mal ein wenig hinkommen. Zum RE18 über Großenhain, Ruhland und Senftenberg nach Cottbus Hauptbahnhof um 17.20 Uhr von Bahnsteig 2. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Also das mit dem AFB-Schalter ist gar nicht so einfach. Muss ich wirklich sagen. Hoch ist okay, aber runter ist doch etwas Fingerspitzengefühl gefragt, wie ich gerade festgestellt habe. So, hier ist 60. Weil wir nämlich jetzt das Gleis wechseln werden. Und zwar nach rechts. So, perfekt würde ich sagen. Ah, die Loks stehen ein wenig raus, aber dafür sind die doch so schön alle im Bahnsteig drin und es haben alle Türen geöffnet. So soll es sein. Dann können die Fahrgäste schön ein- und aussteigen. Das ist das Wichtigste. Auch wenn die Loks ein wenig über den Bahnsteig hinaus ragen, aber ich glaube, das ist nicht so tragisch. So.
So, Türen werden geschlossen, Bremse wird gelöst. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ach, das nervt ein wenig. Na egal. So, noch haben wir 60, obwohl wir das natürlich einhalten. Weil wir nämlich jetzt wieder mal ein Gleis wechseln. Und zwar vom Ausfahrgleis aufs Hauptgleis. Ich glaube, so nennt man das. Ich glaube, so sagt man das, oder? Verbessert mich. Da kommt eine schöne 232. Wunderschön. So, und wir dürfen auf 120 beschleunigen. Also, übrigens, was ich euch fragen wollte, welche Baureihen sind denn eure Lieblinge? Also, es können Diesel- und E-Loks genannt werden und auch Triebwagen sind erlaubt, also querbeet. Meine sind von den Dieselloks, die ganz klar die 218 und E-Loks kommt die 101, dicht gefolgt von der 146. Also das sind so meine drei, wo ich sagen würde, ja, die gefallen mir sehr gut und ja, würde mich interessieren, welche Favoriten oder Lieblinge ihr da habt und ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben.
So, Niederau. Nächster Halt, Niederau. Sie haben Anschluss zur RB31 über Frauenhain, Prösen Ost nach Elsterwerda, Biela um 17.37 Uhr von Bahnsteig 2. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Mal nicht zu schnell in den Bahnhof einfahren. So, nicht hundertprozentig, aber annehmbar. Annehmbar auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. So. So, Weinböller ist jetzt gar nicht mal so weit weg. Und dann kommen wir auch schon in den Dresdner Raum. Nächster Halt, Weinböhler. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Weinböhler. Auch ein sehr schöner Name für eine Stadt. Aber alles Orte, wo ich noch nie war. Überhaupt war ich noch nie in Dresden, muss ich wirklich sagen. Also, wohnt da jemand von euch, würde mich sehr interessieren. Fährt da wirklich der E50?
Schaut euch mal diese Aussicht an. So, mal ein kleiner Rundumblick. Weinböhler. Natürlich jetzt ein wenig diesig und verschneit, aber ja, doch, kann man nicht meckern. So, auf geht's nach Coswig. Ja, Kollege, falsches Gleis und zu spät. C'est la vie. So. Nächster Halt, Coswig. Sie haben Anschluss zur S1 über Pirna, Stadt Wehlen, Königstein nach Bad Schandau um 17.30 Uhr von Bahnsteig 3 und zur S1 über Neusörnewitz, Meißen nach Meißen-Triebischtal um 17.34 Uhr von Bahnsteig 1. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderschön. Die Ansagen, wie immer gelungen, muss man wirklich sagen. Also da kann man Lucky Gott nicht sagen. Also beziehungsweise die Ansagen standen ja von Scarlett. Und ja. Wie immer sehr, sehr schön. An sich ein sehr schönes Szenario. Auch mit dem Wetter und den KI-Zügen und allgemein. Also wie immer, sehr, sehr gelungen. Muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Oder ein wenig vorziehen, doch alle Wagen im Bahnhof stehen. So. Das dürfte genügen. Übrigens, hier ist natürlich mit Zugzielanzeigen unser Zug Dresden-Neustadt bis nach Leipzig Hauptbahnhof. Hier kann man es besser sehen. RE50, 17.26 Uhr, Dresden-Neustadt, Leipzig Hauptbahnhof.
Und da kommt die Hamsterbacke reingefahren. Wunderschön. So. Und wir fahren nach Dresden. Neustadt. Wollen uns aber noch mal kurz die Hamsterbacke ansehen. Leider kein, doch, Dresden Hauptbahnhof. Naja, da kommst du gerade her. Egal. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöner Triebwagen. Muss man wirklich sagen. Da fährt er hin, unser Regionalexpress. Wunderschön, wunderschön. Was mich noch interessieren würde, ob es jetzt bald mal neue Strecken gibt. Zum Beispiel, ja, was haben wir noch nicht? Hamburg-Berlin, die direkte Verbindung. Oder von Berlin nach München, obwohl das wohl schon ziemlich viel Arbeit ist, mit Sicherheit, weil das eine ziemlich weite Strecke ist. Oder die Strecke Essen. Essen-Köln, Essen-Borken mit dem Borkener RE14, das wäre schon geil, oder? Welche Strecken würdet ihr euch wünschen? Welches Rollmaterial würdet ihr euch wünschen? Aber bleiben wir zunächst bei den Strecken. Welche Strecken würdet ihr euch jetzt speziell beim TS noch wünschen? Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da besondere Wünsche habt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So, Radebeul Ost. So, dann dürfen wir gleich zum ersten Mal auf 160 beschleunigen und ja, schauen wir mal. Aber erstmal haben wir Rot.
Rotes Signal. Dann wollen wir da natürlich auch anhalten. Ist ja selbstverständlich. So, dann warten wir mal. Das ist der Grund, der ICE, der uns gerade überholt hat, fährt auf unserem Fahrweg. Das ist der Grund, warum wir immer noch rot haben. Jetzt dürfen wir, wunderbar. Ups. Da war mir ein wenig zu schnell. Doppelgleiswechsel, sehr nice. So, und 160. Wunderschön. So, von 140 runter auf 180, runter auf 80.
Nächster Halt, Dresden-Neustadt. Sie haben Anschluss zur RB34 über Dresden-Klotsche, Langenbrück, Pulsnitz nach Kamenz um 18.23 Uhr von Bahnsteig 3. Außerdem zur RB33 über Weixdorf, Hermsdorf, Lausnitz nach Königsbrück um 17.49 Uhr von Bahnsteig 4. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderschöne Ansage, kann man nicht anders sagen. So, Dresden-Neustadt. Da kommt gleich die RB61. Und ja. Warum haben wir eigentlich keinen Anzeiger hier? Da steht auch was drauf. ICE 1552 über Riesa, Eisenach, Fulda mit Ziel Frankfurt am Main Hauptbahnhof um 18.17 Uhr. Aber wir haben leider keinen Anzeiger. Aber sei es drum. So, nächste Station Dresden Mitte. Nächster Halt, Dresden-Mitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, das sieht doch wunderschön aus. Da machen wir mal direkt. Wunderschön. Schon fast zu spät. Steht auch noch eine schöne Hamsterbacke ganz links.
So. Der fährt mit Sicherheit durch. Wunderschön. Wunderschön. Sehr schön beklebt, muss man wirklich sagen. Tolle 101. So. So, und damit wird unser Szenario dann auch gleich enden mit Einfahrt in den Dresdner Hauptbahnhof. Nächster Halt, Dresden Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Folgende Anstoßmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung. S2 über Dresden-Klotsche nach Dresden Flughafen um 17.48 Uhr von Bahnsteig 14. RE15 über Dresden-Neustadt, Coswig, Ortrand-Ruhland nach Hoyerswerda um 17.51 Uhr von Bahnsteig 2 und der RE3 über Freiberg, Chemnitz nach Hof um 17.51 Uhr von Bahnsteig 11. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, da wird jetzt gleich 40 Beschränkung kommen. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Aber wir haben jetzt auch keine Zeit mehr einzuhalten. Werden jetzt schön geschmeidig in den Dresdner Hauptbahnhof einfahren. Wo hier jede Menge Rollmaterial rumsteht. Wunderschön. So, Türen geöffnet. Ich würde sagen, wir begeben uns nach draußen, aber wir können eigentlich vorher die Scheibenwischer ausmachen.
weil hier drin ist es trocken. Naja, machen wir es so. Hier endet das Szenario. Beste Grüße, Lucky God. Ja, damit endet das Szenario und auch unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wer neu auf meinem Kanal ist, Glocke aktivieren und abonnieren. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer, der Dennis spielt das. Macht's gut. Ciao, ciao.